Hallo zusammen, willkommen bei Edda the Ice Lady. Hi all, welcome to Edda the Ice Lady. Ja, wie ihr seht, bin ich immer noch im Urlaub bei Mama. Nichtsdestotrotz wollte ich euch heute wieder was Nettes mitbringen. Und zwar werden wir was Süßes verkosten, Marmelade. Ich sag euch gleich was dazu, wie immer. Hi, so as you can see, I'm still not at home. I'm still on holiday at my mom's. But nevertheless, I wanted to bring you something new today, and it's a chili jam. I'm going to say something about it in a second. Also, wir haben heute Grim Reaper Foods Blood Orange Cranberry Marmalade mit Whisky und Habanero. Und die Grim Reaper Foods, die sind in Großbritannien. Ich hatte davon schon verschiedene, zwei, glaube ich, oder drei Soßen vorgestellt. Das ist ein relativ kleiner Handwerksbetrieb und ich mag immer besonders gerne, wenn alle Zutaten angegeben sind. In diesem Fall ist es auch so und die kommen halt immer mit wenig aus. Die Zutaten für diese Marmelade sind Zucker, Blutorangen 13%, Zivilorangen, Wasser, Cranberries 7%, Bourbon Whisky 3%, Habanero Chili 2%, Zitrone und Apfelpektin. Also ich denke, die wird nicht sehr scharf sein, aber ein kleines bisschen kitzeln. So the Grim Reaper Foods, I presented them I think twice or three times now. I had chili chocolate and different sauces already from them. And they are located in UK, and it's a small manufacturing business. So, and they have great products, and as I like them, they have the lesser ingredients, the better the product, my personal opinion. So this one sounds really great, and it contains sugar, blood orange 13%. Oranges, water, cranberries 7%, bourbon whiskey 3%, habanero chilies 2%, lemon and apple pectin. And I don't expect this to be hot actually, because it has 2% habaneros, but I expect a nice little tingle on it. It looks like I don't know, it's a marmalade, it's not a jam actually, so it has chunks in it. We're gonna open it and then we'll see. Also die sieht, das ist kein Gelee, sondern es ist tatsächlich eine Marmelade und man kann sehen, ich glaube, man sieht das ein bisschen vielleicht, dass kleine Stücke drin sind. Oder auch größere, wir werden das gleich sehen. Ich hoffe, ich krieg sie auf. Sie ist auf. Sie riecht gut nach Orange und man kann auch den Whisky sehr gut riechen. Oh, this smells nice. So it smells like orange and one can smell the whisky really nice. So I'm really curious on it. Also, obendrauf läuft sozusagen also so richtig ein Sirup, den man sehen kann. Ich glaube, es macht keinen Sinn, euch das in die Kamera zu zeigen. So, it looks like there's some kind of syrup on top. Und man kann auf jeden Fall sehr, sehr schön die Fruchtstücke sehen. Und ganze Cranberries. Und Orangenzeste, Schale. Ich denke auch Chili-Flöckchen. Die Farbe ist ganz schön, also es ist ein bisschen orange-rötlich so und ich bin sehr gespannt, wie sie schmeckt. So, one can see there's really whole cranberries in it, orange zest, and I think the smaller pieces are chili flakes, and I'm going to try now.
Also, das schmeckt sehr schön orangig. Die Cranberries schmecke ich jetzt nicht so sehr raus. Vielleicht ein bisschen säuerlich, aber es schmeckt auf jeden Fall sehr orangig. Süß, nicht so süß, wie ich erwartet habe. Und man schmeckt eine wirklich sehr dezente Whisky-Note. Das finde ich gut, dass es nicht so, ja, nicht so stark ist. And this tastes really great, so fast forward. It's an orange flavor. I would say, I'm not sure if I can taste the cranberries particularly out of it. But actually, it's not as sweet as I expected it to be. And it has a really nice note from the whiskey. Not overpowering, just yeah, a decent taste of it. Es war jetzt eine größere Cranberry. Schmeckt gut. Also, das ist eine sehr milde Schärfe. Ich finde sie persönlich kaum wahrnehmbar. Ich weiß nicht genau, wie das auf andere Menschen wirkt, das natürlich ganz anders. So, I would say this has really a very small or little tingle on it. If even I can't even say it's spicy. It's very nice balanced though. So it has a great taste. Oder sieht aus, als ob hier ein Stück Habanero wäre. Ich zeige euch die mal. So, I think I found a piece of a habanero and it looks really candied. Also, das sieht richtig kandiert aus. Seht ihr das Rote da? Oder ist es Blutorange? Kann ich nicht genau sagen. Also, es ist sehr mild, die Schärfe ist sehr mild, aber der Geschmack ist ausgezeichnet. Das schmeckt richtig gut. Das ist wie so wie ja, Orangenmarmelade mit einem kleinen Extra. Also diese Whisky-Note, die ist sehr dezent und passt gut dazu. Und ist nicht so überladen, dass man jetzt das Gefühl hat, okay, das ist jetzt irgendwie Whisky und dann ein bisschen Orange, sondern eher andersrum. Also es ist wirklich Orange, Blutorange zuerst und dann ein bisschen Whisky-Geschmack. This tastes really nice and balanced and it's I like that it's fast forward, really orange and blood orange and it doesn't taste much from the whisky. So it's really just a nice addition. I think it's rather mild, so I don't find it spicy at all. But it's nice and balanced, so it's definitely a good addition to everything. Actually, I think it's more like a Christmas time product to use, but it's suitable for yeah for any season actually. Also das ist, glaube ich, gedacht eher so als weihnachtliches Produkt. Aber das schmeckt, glaube ich, auch in jeder Jahreszeit gut. Also wenn ihr gerne eine herzhafte Marmelade zum Frühstück esst, dann seid ihr mit der Blood Orange von Grim Reaper gut bedient. Schmeckt sehr gut und ausgewogen. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sehe euch nächstes Mal wieder. Ihr wisst ja schon, abonniert gerne meinen Kanal, sprecht das, erzählt das weiter und so weiter und so fort. Ich freue mich immer, wenn ich von euch höre. Ja, yeah, I don't have anything to add to this nice product overall. And you know it, guys. So just if you like my today's review, just spread the word, subscribe to my channel, comment, interact. I'm always happy to hear from you. Wiedersehen, bye.